gefallen. Der neue CM of the Year 2023 ist bekannt. Jetzt aber, wenn wir doch noch genau wissen, CM of the Year, was ist die Idee genau hinter dem Titel? Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man über Arbeit redet, die ausgezeichnet wird, aber eben auch Person dahinter. Weil die Person dahinter hat sehr viel Mut und Engagement reingesteckt, vielleicht auch den Benchmark in einer Branche zu ändern, als Gamechanger tätig zu sein. Und das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dieser Person, die halt eben auch die Auszeichnung bekommt, sollte man eine gewisse Visibilität geben, auch für das, dass die kommen, auch den Mut haben, diesen Weg eben auch zu gehen und vielleicht gewisse Klischee umgehen und halt gewisse Konventionen zu brechen. Und von dem her sind wir sehr stolz, dass wir da uns engagieren können. Sehr gut, vielen herzlichen Dank, Pam Hügli von Serviceplan. Sven Reinecke von der Uni St. Gallen. Ihr seid quasi, wie soll man sagen, der Gütesiegel auf dem CM of the Year. Das heisst, ihr spielt eine wichtige Rolle im ganzen Prozedere von der Auswahl. Ja, es ist ja so, dass jedes Jurymitglied konnte zwei Kandidaten vorschlagen. Und aus diesen Vorschlägen haben wir dann eine Liste von 12 Kandidierenden oder Nominierten, müssen wir vielmehr sagen, gebildet, die dann mit einem Dossier in die Jury gekommen sind. Wir haben wichtige Kriterien wie zum Beispiel Nachhaltigkeit dabei gehabt, wir haben Innovation dabei gehabt, es musste eine Leistung aus dem Jahr 2022 dabei sein. Das heißt, wir haben die dann schon richtig evaluiert und in die Jury wieder reingegeben und in der Jury lange diskutiert und dann die 12er-Liste auf eine 6er-Liste reduziert, was schon sehr, sehr schwierig war. Und heute dann von dieser 6er-Liste wieder auf eine Person zu kommen, ist sehr, sehr anspruchsvoll und ist eine enorme Leistung, wenn man das geschafft hat. Und vielleicht jetzt noch 2, 3 Worte zum Gewinner. Mich freut es sehr, dass Martin Baumüller das gewonnen hat. Einerseits als Person, der wirklich ein Marketeer widerspiegelt, wie man ihn sich so vorstellt. Und auf der anderen Seite, weil es eine Marke ist, die B2B und B2C ist. Und also B2B2C und tatsächlich damit das Ganze zusammenführt. Ja, du hast es ein bisschen weggenommen. Ich habe auch gefunden, gerade besonders toll finde ich, dass eben ein Kunde aus dem Industriesektor ist, wo es eben noch etwas schwieriger hat, vielleicht auch wirklich irgendwie Marketing auf die Spitze zu treiben und dementsprechend auch die Aktivität von der ganzen Zunft halt auch zu zelebrieren. Und dementsprechend finde ich es toll, dass der Martin Baumüller da jetzt ausgezeichnet worden ist für seine Leistung in den letzten Jahren. Und wenn man im Bereich Toiletten innovativ sein kann und das super vermarkten kann, dann kann man alles vermarkten. Genau, wir haben gehört, laute Werbung für das stille Örtli. Jetzt, Pam Hügli, wie geht es weiter beim CM of the Year? Ja, ich hoffe, so erfolgreich wie bisher. Wir haben jetzt zweimal durchgeführt. Wenn man heute so in die Runde schaut, ich glaube, der Feedback ist toll und wir werden den dritten CM of the Year sicher nächstes Jahr wieder durchführen und hoffen natürlich auch dort wieder ganz spannende Kandidaten aus verschiedensten Bereichen aus dem Marketing zu erreichen. Sei es B2B, sei es B2C, aber auch Startup etabliert. Es wird sicher wieder ein spannendes Feld geben nächstes Jahr und wir freuen uns darauf, auch nächstes Jahr so einen tollen Anlass können wieder durchzuführen. Vielen herzlichen Dank. Martin Baumüller, herzliche Gratulation zum Titel CMO of the Year. Sie haben sich durchgesetzt gegen ein starkes Feld, eine starke Konkurrenz. Am Schluss, jetzt, wie war es für Sie heute mit den anderen Nominierten am Tisch zu sitzen? Interessante Gespräche geführt. Es war ein schöner Abend. Wir hatten gute Gespräche. Es war eine sehr bunte, durchmischte Gruppe mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Werdegängen. Und das waren sehr angeregte und spannende Diskussionen. Also wir haben uns bestens verstanden als Nominierte. Und was bedeutet Ihnen der Titel CM of the Year? Es ist natürlich eine schöne Auszeichnung von so einer renommierten Fachjury, auch so eine Auszeichnung überzukommen. Persönlich natürlich für mich, aber auch für mein Team, für die ganzen Mitarbeitenden und Kollegen im Hintergrund, die mich unterstützt haben und mit denen, wo ich arbeiten darf. Genau, jetzt können Sie uns vielleicht noch den Pokal zeigen. Ein bisschen aufheben, ist relativ schwer. Und Sie haben ja gesagt, der kommt ins Büro, weil eben die Mitarbeiter sehr wichtig sind. Aber jetzt gleich noch auf Sie bezogen. Wenn Sie jetzt so würden sagen, eine spezifische Stärke, die Sie haben als CMO, die Sie jetzt auch auszeichnen, was ist das?
Ich glaube, es ist ein bisschen das, was mir Spass macht an meinem Job, an meiner Aufgabe. Es ist eine Kombination aus Kreativität, aus Kommunikation, aber eben auch aus analytischen Themen, Daten, Digitalisierung. Das sind Fähigkeiten, die mir liegen. Und ich glaube, die Kombination so ein bisschen zwischen, ich sage immer, Kopf und Herz, oder Logik und Emotionen, das ist das, was mich antreibt und was mir Spass macht und wo ich meine Rolle auch ausfüllen darf. Jetzt ist ja die Idee vom CMO of the Year als Veranstaltung oder als Titel, dass Sie ein Botschafter sind. Was ist jetzt etwas, wo ein CMO auszeichnet, beziehungsweise sich besser gefragt, warum sollte man ins Marketing kommen und CMO anstreben? Ich glaube, man hat Gestaltungsmöglichkeiten, Mitgestaltungsmöglichkeiten im Unternehmen. Man kann richtig mitgestalten, mit anderen Kollegen natürlich zusammen. Man kann eine Marke prägen. Langfristig auch orientiert arbeiten und nachhaltig ein Unternehmen verankern in den Köpfen von Kunden. Ich finde, das ist eine schöne Aufgabe, wo erfüllt und wo man einen Beitrag kann leisten kann. Jetzt eine besondere Herausforderung für CMOs jetzt für die kommende Zeit, jetzt, wo ja grosse Umwälzungen im Gang sind. Was ist da etwas, was Sie sagen, besondere Challenge für einen CMO? Ich glaube, es ist grundsätzlich mal Dynamik in vielen Branchen natürlich und gerade auch im Marketing herrscht eine hohe Dynamik, die natürlich auch in Technologie getrieben ist. Es verändert sich sehr viel, es verändert sich sehr schnell und das bedingt, dass man agil bleibt und die Trends und die verschiedenen Möglichkeiten natürlich auch verfolgt und aufgreift. Und aber gleichzeitig eben auch kann einen Fokus setzen und nicht allen Ideen anrennt, aber auch sich auf etwas festlegt und dann auch umsetzt. Und ich glaube, das ist in einer hohen Dynamik natürlich eine besondere Herausforderung. Vielen herzlichen Dank. Oder ja, als letzte Frage, wie werden Sie das jetzt feiern? Wie werden Sie das feiern, den ja. Titel? Ich werde sicher mit meiner Familie natürlich und mit meinem Team anstoßen. Wir haben demnächst sowieso ein Team-Apero. Und den Award werde ich mitnehmen und auch meinem Team Danke sagen. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Herzliche Gratulation zum Titel. Vielen Dank. Ist das gut? Sorry, ich hatte eine Frage. Luca Michas von Yamo. Es hat nicht ganz gelangt zum CMO of the Year. Dieses Jahr, aber ich weiss nicht, das nächste Jahr. In der Präsentation hat es geheißen, ihr seid ein bisschen hipper als Konkurrenz. Was genau macht ihr und was ist hipper als bei der Konkurrenz? Das ist ein sehr gutes Statement. Ich kann natürlich nicht so viel gehen aus juristischen Gründen, wie viel hipper wir sind. Aber die Art und Wahrheit ist, wir sind das erste Babyfood-Business in Europa, wo wirklich Babynahrung neu denkt, weil wir frisch produzieren. Das heisst, unsere Produkte sind nicht hitzesterilisiert, sondern werden mit Hochdruck haltbar gemacht. Und der Unterschied ist, dass die Vitamine, der frische Geschmack, die natürlichen Farben bleibt erhalten, ohne dass man muss irgendetwas künstlich zum Beispiel hinzufügen. Und wir haben am Schluss ein Produkt, das 2 bis 3 Monate haltbar ist im Kühlschrank, also gekühlt, ohne irgendwelche komischen Prozesse. Ganz, ganz natürlich und das ist eigentlich das, was uns ein bisschen hipper macht am Schluss. Genau, das ist jetzt, wenn ich mir den Marketing-Mix vorstelle, ist es vor allem aufs P bezogen gewesen, Product. Jetzt, was machen die so Kommunikation? Was machen die dort? Schwerpunkt? Wir sind sehr digital unterwegs, weil wir mit einem Direct-to-Consumer-Business gestartet haben. Erst nachher sind die Retailer bei uns aufmerksam geworden und haben angefangen, auf das Produkt aufmerksam zu werden und uns dann vertreiben. Also im Handel, Coop, in der Schweiz zum Beispiel oder in Deutschland, DM. Die Challenge dort ist, weil wir ein frisches Produkt sind, in einem Bereich, wo bisher kein frisches Produkt gibt, müssen also die Retailer einen Kühlschrank in ein Trockenregal bringen. Das ist einerseits ein mega Neues, also ein Schwieriges, weil du bist quasi ständig an der Innovationsfront. Du musst mit den Retailern ein neues Ladekonzept bauen in dem Sinn. Auf der anderen Seite ist es natürlich das, was uns gerade komplett unterscheidet von den Konkurrenten, weil du läufst durch das Babynahrungsregal und du siehst einen Kühlschrank und der ist Yamo. Und du musst gar nicht mehr viel Kommunikation rundherum machen, weil du weißt einfach, das ist frisch, das ist sehr wahrscheinlich ein bisschen besser und auch der höhere Preis ist dann gerechtfertigt. Das ist eigentlich so ein bisschen die Challenge, aber auch gleichzeitig der,
Unterscheidungsmerkmal in einem. Vielen herzlichen Dank und viel Erfolg. Danke vielmals.